What up? Hier sind Alex und Sarah. Diesmal aus der Zukunft quasi. Denn es ist mittlerweile schon abends und wir haben heute einen wirklich außerordentlich schönen Tag in der Oberpfalz verbracht. Griechische Tempel, Alpakas, das alles und noch viel mehr haben wir gesehen und erlebt. Ja, und wenn ihr bei Urlaub in Bayern nur an die Alpen denkt, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Denn wir zeigen euch, warum sich zum Beispiel ein Wochenendtrip hier in die Oberpfalz auf jeden Fall lohnt. Damit zurück an unsere Vergangenheitsversion von heute Morgen. Guten Morgen! Wir sind jetzt angekommen bei unserem ersten Zwischenstopp in Donaustauf bei Regensburg. Und hier ist die Walhalla. Das ist so eine Art Tempelanlage und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Walhalla steht seit 1842 und sie ist tatsächlich nach dem Vorbild des Parthenon-Tempels auf der Akropolis gebaut. Von hier oben habt ihr einen beeindruckenden Blick über die Donau. Für 4,50 könnt ihr euch die Walhalla aber auch von innen anschauen. Wenn ihr in der Oberpfalz seid, verpasst auf keinen Fall die Walhalla. Das ist für uns hier so das Ausflugsziel Nummer 1, weil es einfach richtig beeindruckend ist. Es ist ein bisschen wie so ein griechischer Tempel. Ihr müsst auch nicht unbedingt reingehen in die Walhalla. Es ist zwar schon schön, aber ihr verpasst auch nichts, wenn ihr nicht drin wart. So viel verpasst man nicht, das stimmt. Ja, und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten Programmpunkt. Ja. Und da schauen wir jetzt bei so einer Burgruine vorbei, die auch hier in Donaustauf ist. Und ja, checken das mal ab, wie die Jugend so sagt. Nach diesen landschaftlich und historisch anmutenden Aufnahmen geht es nun für uns zum Haupttagesordnungspunkt über. Und es wird fantastisch. Ja, das ist der besondere Teil unseres Ausflugs, denn wir gehen wandern. Aber nicht einfach hier so mit Rucksackstock oder Stock über Stein. Sondern mit Tieren. Sie haben vier Beine, sie haben flauschiges Fell. Und sie spucken nicht. Ladies and Gentlemen, es sind Alpakas. Vielleicht finde ich eins, was die gleiche Haarfarbe hat wie ich. Dann gehe ich mit dem. Okay. Nicht mal mit mir oder wie? Wir machen uns auf den Weg zum Alpakahof Gründner nach Dannersdorf. Von der Walhalla braucht ihr da mit dem Auto nämlich nur circa eine halbe Stunde. Ja, und unterwegs könnt ihr kurz Hallo zu Bambi sagen. Wo ist deine Mama? Weißt jetzt auch nicht, gell, wo sie ist. Ja. Ja, dann schönen Tag noch, ne? Ciao! Alpakas! Sandra und ihre Familie betreiben den Hof und bevor wir loswandern, kriegen wir jetzt erstmal einen Alpaka 101 Crashkurs. Das ist jetzt schon eher ein bisschen so schmuser, den habe ich jetzt extra schon ausgeholt für euch. Mhm. Okay, dass man ein bisschen schleifen kann. Was sie halt blöd finden, ist am Kopf und man antatschen am Arsch. Wie bei uns halt auch. Nein, wenn ich das so mache. Gell? Genau. Ja, ansonsten, okay. Die treten relativ schnell aus, also hinten ist immer so ein roter Bereich. Mhm. Wie ein Pferd, weißt du, wenn die kicken will. Aber die Kleine einfach kurz nehmen, weißt du, mit zwei Händen. Mhm. Und dann einfach losgehen. Läuft. Jeder, der bei uns vorkommt, muss obligatorisch winken im Vlog. Hallo! Sandra ist nämlich unsere Alpaka-Flüsterin. Mhm. Und wir haben hier auf unserer Wanderung schon ganz viel über Alpakas gelernt. Unter anderem, das ist nämlich ganz interessant, die haben nur unten Zähne und oben, was haben sie oben? So eine Kauleiste, ne? Genau, und die haben auch keine Hufe, sondern so Ballen wie ein Hund.
und drüber zwei so, wie heißt man es denn? Zehen. Und Fun Fact Nummer 3, sie sind keine Kuscheltiere. Keine Kuscheltiere. Ja, obwohl... Ja, stimmt, das ist eigentlich auch so ein Irrglaube. Nicht nur Lamas spucken. Ja, genau. Ich hatte nämlich irgendwo gehört gehabt, dass Alpakas nämlich gar nicht spucken. Also, wenn ihr was über Alpakas erfahren wollt und mal eins führen wollt, müsst ihr hierher kommen. Ja. Zurück. Wir sind jetzt quasi professionelle Alpaka-Führer. Oder sagen wir, ja, du Kühe, wir kriegen jetzt ein Diplom. Auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt gerade von der Sandra und von dem Hof und den wunderschönen Alpakas verabschiedet. Vom Paco und vom Lucky, ja, und von der Lady, das war der Hund. Die waren alle so süß. Die Alpakas sind sehr störrische Tiere, also es ist nicht unbedingt so ein Streicheltier. Aber die Wanderung war echt cool, sie hat richtig viel Spaß gemacht. Das war echt, war schon sehr genial. Ja, und Sandra hat uns richtig viel erzählt, auch über die Alpakas, viele Sachen, die wir gar nicht wussten. Und zum Schluss hat sie uns auch noch Holundersirup und Alpakaseife geschenkt. Also es war echt eine sehr schöne Erfahrung. Ich hatte einen richtig schönen Nachmittag. Ja, ich auch. Und jetzt geht's für uns weiter nach Regensburg. Das sind von hier nämlich auch nur 20 Minuten. Und ich würde sagen, let's go! Regensburg ist einfach die Stadt in der Oberpfalz. Macht auf jeden Fall einen Spaziergang über die Steinerne Brücke. Von hier habt ihr nämlich einen super Blick auf die wunderschöne Altstadt. Geschäfte, kleine Cafés, Live-Musik, hier ist einfach immer was los. Und ihr könnt Regensburg wirklich komplett fußläufig erkunden und euch dabei zum Beispiel noch den Dom anschauen. And we're back in the hood! Ja, inzwischen sind wir wieder zu Hause angekommen. Und was haben wir denn gemacht? Wir sind noch Pizza schnabuliert, am Donauufer gechillt. Es war toll! Ja, den Abend einfach genossen. Ja, was man halt so macht, wenn man jung und wild und verrückt ist. Wenn ihr in nächster Zeit mal einen Wochenendtrip in Deutschland plant, dann denkt nicht nur an die Ostsee oder an die Alpen. Es gibt nämlich auch wirklich mittendrin wunderbare Orte. Nehmt euch ein Zimmer in Regensburg, der perfekte Ausgangspunkt für schöne Touren. Und dann erzählt uns, wie ihr es fandet. Und habt ihr noch einen Geheimtipp für Deutschland reisen, dann schreibt ihn doch einfach unten in die Kommentare. Und wenn ihr da dabei seid, dann vergesst nicht gleich noch abonnieren zu klicken und uns ein Like da zu lassen. Das wäre mega, ihr Lieben. Danke. Ja, und wenn ihr dann die Oberpfalz erkundet habt, von dort ist es auch gar nicht weit in den Bayerischen Wald. Und dazu haben wir euch hier unten auch ein wunderbares Video vorbereitet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Eure Allerweltsaffe.